Moin moin Freunde, wir sind zurück mit einem weiteren Let's Play auf meinem Kanal. Ja, Elex ist heute rausgekommen, Elex 2 und wir sind natürlich, beziehungsweise ich bin auf jeden Fall direkt mit am Start, warte schon lange auf das Spiel und möchte euch vorab aber generell direkt schon mal sagen, ich werde wirklich versuchen alles mitzunehmen. Also sämtliche Nebenquests, ja, nicht nur die Hauptstory, das heißt stellt euch auf jeden Fall darauf ein, dass wir viele Folgen haben werden. Also ich rechne wirklich mit 50, 60, 70 verschiedene Folgen. Und wenn ihr davon keine verpassen wollt, dann denkt dran, ne? Abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr die nächsten Videos auch bekommt, beziehungsweise mitbekommt. Und dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange rum und legen los. Viel Spaß. Wir spielen das Ganze auf jeden Fall auf schwer. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. 166 Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, der fast alles in Schutt und Asche legte, beginnt ein neues Zeitalter. Der Krieg der freien Menschen gegen die Alps wurde beendet. Der Hybrid verlor die Macht über seine Armeen und stellte seine Funktion ein. Einsicht und Ruhe kehrte ein bei den Alps. Das Elex wurde wieder freigegeben und verteilte sich erneut über die gesamte Hemisphäre unterhalb des Eispalastes der Alps. Doch Menschen vergessen schnell. Jede größere Gemeinschaft beanspruchte den Sieg für sich selbst und kümmerte sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten. Nur wenige erinnern sich noch genau an diese dunkle Zeit oder an Jax, die Bestie von Xakor. Mein Name und meine Taten schwanden im Schleier der Mythen und Legenden. Viele Jahre nach dem Krieg gegen die Alps beherrschen Rangeleien und territoriale Unstimmigkeiten den Alltag der Menschen. Auch wenn da immer noch die Ungewissheit über den seltsamen Himmelskörper ist, den der Hybrid vor seiner Bezwingung hervorrief. Ich weiß, der unbekannte Feind wird kommen. Die Wissenden werden unser Leben, wie wir es kennen, grundlegend verändern. All meine Bemühungen, die Menschen auf diese nahende Gefahr vorzubereiten, waren vergeblich. Menschen vergessen schnell. Eine unbekannte, diffuse Bedrohung, die den Himmel beherrscht, gehörte bald für jedermann zum gewohnten Bild. Ohne es zu hinterfragen. Bis heute. Thank you.
Verdammt, ich muss hier weg, bevor mich diese Kreaturen erledigen. Warum hat er denn das Messer weggeschmissen? Hier können wir schon mal was aufsammeln. Rote Blüte. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nein. Okay. Ah, aber hier haben wir es. Kleiner Heiltrank. Pfeile nehmen wir auch. Jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich die Waffe ziehen kann. Ah, mit mittlerer Maustaste. Wie angreifen oder ausweichen STLG kosten Ausdauer. Sinkt sie auf 0, kannst du diese Aktion nicht mehr ausführen. Okay. Wir haben unser erstes Tier zerlegt. 10 Erfahrungen gegeben. Ah, okay, wir können nichts aufsammeln, wenn mittlere Maustaste. Also wenn wir die Waffe gezogen haben. Können wir nichts aufsammeln. Ich guck hier mal ein bisschen rum. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas Verstecktes. Aber scheinbar nicht. Oh, was haben wir denn hier? Dietrich. Heiltränke, Wasser. Symbol von Kalan. Eine Art Anhänger oder sowas. Nichts wie weg hier. Ja, ich bin ja dabei. Ah, da haben wir schon wieder das nächste. Wacher Blutbulle. Nee, Blutkralle, so rum. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ah doch, ich kann den looten, okay. Zwei. Ah, dann hätten wir aber den da hinten auch noch looten können. Was gab's hier noch? Eisenerz. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Heiltränke, Heiltränke. Was haben wir da? Noch Schrott. Hinten noch was? Nein. Ah, hier. Auch wieder Schrott. Mana. Mana-Stein. Okay. Oben ist ein kaputtes Haus, da hinten ist scheinbar auch so ein lilanes Objekt. Oh ja. Klar, noch mehr von den Viechern. Ich sollte besser versuchen, an ihnen vorbeizuschleichen. Können wir schleichen? Oh ja, mit C kann man schleichen. Aber ich will auch nochmal eben kurz hier bei diesem Gebäude gucken, ob ich was finde. Ja, da hinten ist zum Beispiel irgendwas drauf. Oh nein. Daneben gesprungen. Mal mit Anlauf. Komm. Was? Auto. Holzauto. Zigaretten.
Heiltrank, Mana-Trank, Schrott. Die Bücher und Zeitschriften will er nicht. Okay. Oh, was haben wir hier? Schädigtes Bleirohr. Da liegen doch wieder Pfeile. Nee, Speere. Schachtel Zigaretten. Mittlerer Heiltrank. Boah, ich liebe das ja, ne? Dass man hier haufenweise Zeugs looten kann. Was war das? So, wir sollen ja dran vorbeischleichen. Dann machen wir das mal. Langsam. Du wurdest gebissen und hast dich davon noch nicht wieder ganz erholt. Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Vielleicht solltest du noch ein paar Tage keine schwereren Dinge in Angriff nehmen. Ui, hätte er uns nicht gerettet, wären wir wahrscheinlich gestorben. Wer bist du? Nenn mich einfach Adam. Sagen wir, ich bin ein Freund, der zur rechten Zeit am rechten Ort war, um sich um dich zu kümmern. Mehr musst du im Moment nicht über mich wissen. Wo sind meine Sachen? Wenn du von deiner Ausrüstung aus der Hütte da oben auf dem Hügel redest, die kannst du jetzt wohl vergessen. Alles, was ich retten konnte, trägst du bereits bei dir. Was genau ist eigentlich passiert? Du hast es doch selbst gesehen. Eindringlinge sind gekommen. Sie erobern unsere Welt und haben begonnen, sie umzuformen. Terraforming einer fremden Spezies? Einer sehr feindlichen und gefährlichen Spezies. Sie sind also nicht nur hier in Caracas. Diese großen Farmer sind überall erschienen und bedrohen seitdem unseren Lebensraum. Unklar, was sie genau vorhaben. Bisher beschränken sie sich auf das Infizieren, Töten oder Zerstören. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Ja, eine dieser Kreaturen hat dich gebissen und mit irgendeiner Art von Seuche infiziert.
Was, eine Seuche? Es ist noch unklar, wie es genau funktioniert, aber es gehört offensichtlich zum Pharma-Programm der Eindringlinge. Es wird nicht lange dauern, bis sie ganz Magalan mit ihren Kreaturen und ihrer Flora überzogen haben. Na, großartig. Ich schätze, du hattest bisher großes Glück. Besser, du gehst ihnen erst einmal aus dem Weg. Jeder andere direkte Kontakt endete bisher tödlich. Wie lange war ich bewusstlos? Einige Tage. Du hattest schwere Verletzungen. Ich habe versucht, deine Wunden so gut es ging zu versorgen. Einige Tage? Nein, mein Sohn. Komm schon, wer zuerst unten ist. Sei vorsichtig. Dex! Verdammt, mein Sohn ist irgendwo da draußen. Ich muss ihn finden. Nun, dann ist es vielleicht besser, wenn du das erstmal erledigst. Warum hilfst du mir? Warum hilfst du mir? Wir haben einen neuen Feind. Er greift ganz offen an. Doch niemand scheint Notiz davon zu nehmen. Die Kleinkriege der Menschen untereinander machen sie leider blind für die wahre Bedrohung. Und da kommst du ins Spiel. Du bist zwar heute ein Außenseiter für sie, Jax, aber du bist immer noch ein cleverer, starker Mann, der Dinge in Bewegung bringen kann. Du weißt, wer ich bin? Nicht alle haben dich vergessen, auch wenn du die letzten Jahre kaum in Erscheinung getreten bist. Ich brauche dich. Ich habe da ein größeres Projekt, das ich vorantreiben will. Ich nenne es die sechste Macht. Magalan braucht eine unabhängige Gemeinschaft, die den Feind aufhalten muss. Komm zu mir in die Bastion unweit im Norden von hier. Da werde ich es dir zeigen. Vergiss es, ich habe schon vor vielen Jahren aufgegeben, zu versuchen, die Menschen auf diese Bedrohung vorzubereiten. Jetzt steht die totale Vernichtung unseres Planeten unmittelbar bevor. Und trotzdem haben die Menschen nur ihren eigenen kleinen Scheiß im Blick. Für so etwas habe ich keine Zeit, ich habe andere Verpflichtungen. Schon gut. Dann kümmere dich erst einmal um deine Angelegenheiten. Wir können später noch darüber reden. Das Weltenherz unweit im Norden von hier. Steht das noch? Soviel ich weiß, schon. Es wird von einigen Berserkern bewacht. Warum fragst du? Mein Sohn ist bei ihnen. Nun, dann solltest du dich beeilen. Es wird hier nicht mehr lange so friedlich bleiben. Wie auch immer, du weißt ja, wo du mich findest. Und wie ich sehe, brauchst du noch ein Jetpack, um dich schneller fortzubewegen. Hier, ich habe noch eins für dich. Wie gesagt, komme zur Bastion, wenn du soweit bist. Wir haben viel zu tun. Ich werde dort auf dich warten. Passus, der Angriff. Mir geht es wirklich nicht besonders. Traue ich dem Urteil des alten Mannes nicht. Ich sollte mich bei den Berserkern nach einem Heiler umsehen. Du hast dein Jetpack erhalten. Drücke Leertaste, um es zu benutzen. Achte auf deinen Treibstoff. Ist der leer, stürzt du ab. Du kannst dein Jetpack im Laufe des Spiels weiter verbessern. Okay, cool. Wir gucken jetzt aber erstmal, ob wir hier noch irgendwas mitgehen lassen können.
Oh, ja. Alles nehmen auf V. Zack, nehmen wir alles mit. Der alte Mann, der braucht das ja scheinbar nicht mehr. Schlafen. Wir können natürlich noch ein bisschen schlafen, ne, für mehr Leben. So, bis zum nächsten Morgen schlafen, zack. Auf jeden Fall hat der alte Mann von vielen Dingen gesprochen, von den Menschen hier vor Ort. Ah, mein Kopf. Was man kennt, ne? Sieht so aus, als hätte ich noch einen langen Leidensweg vor mir. Oh, was haben wir hier nochmal? Pfeile. Kartoffel. Bier. Oh ja, Bier brauchen wir. Wo kommen denn diese Sounds her? Hast du was wie eine Ratte? Oh, Lagerfeuer bitte. Da fehlt noch was. Fleisch. Wir brauchen Fleisch. Das Eisen. Hier ist nix. Ich will natürlich auch versuchen, so viele Monster wie möglich zu töten, damit wir auf jeden Fall XP grinden. Um dann natürlich auch mehr Fähigkeiten dazu zu lernen. Kennt man ja auch aus Gothic. Oh, und es lohnt sich auch immer wieder, überall mal reinzugucken hier. Dietrich. Trank des Kriegers. Oft hier, was haben wir da? Rohes Rattenfleisch. Ah, gibt's noch eine Etage, ne? Okay, hier ist aber nichts mehr. Drüben scheinbar auch nicht. Okay. Oh, Jetpack funktioniert auf jeden Fall gut. Mal da. Junge, Junge, Uha. Muss mal gucken, dass ich mir die Ausweichrolle eventuell auf Alt lege, weil ich das eigentlich gewohnt bin, mit Alt auszuweichen. Stellen wir mal eben kurz um. Control-Tastenbelegung. Schleichen, gehen, sprinten, Umschalt. Ja. Ausweichen. Alt. Passt. Ja. Machen wir so. Oh, was ist das hier? Du hast deinen Teleporter aktiviert. Du kannst über die Karte in deinem Adjutor nun zu diesem Ort per Schnellreise zurückkehren. Okay, cool. Gucken wir mal, Karte. Wo sind wir denn überhaupt? Okay, also wir sind hier unten, ne? Ist klar. Oh, gar nicht mal so. Klein hier. Aber wo sind wir denn gestartet? Also eben. Unten oder so? Vielleicht. Könnte sein, ja. Oder hier hinten. Ich glaube eher hier hinten. Und wo ist die Bastion? Ist das das Dorf hier oben? Gut, werden wir rausfinden.
Achso, gibt es noch sowas wie Quests, Inventar? So, schauen wir hier mal rein. Wir haben Attribute. Stärke, Konstitution. Konstitution gibt deine körperliche Verfassung wieder, sie erhöht Dauer auf deine Lebensenergie und ermöglicht dir bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen. Ja. Geschicklichkeit gibt deine Agilität und Gewandtheit wieder, sie erhöht den Fernkampfschaden und ermöglicht dir bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen, auch klar. Intelligenz gibt deine geistige Leistungsfähigkeit wieder, sie erhöht je nach Fraktionszugehörigkeit dauerhaft deinen Mana oder deine PSI-Kraft. Okay, und Gerissenheit. Gerissenheit gibt deine sozialen Kompetenzen wieder. Sie ermöglicht dir bestimmte Fähigkeiten zu erlernen, sofern du Outlaw bist. Erhöht sie dauerhaft deine Stim-Kapazität. Mhm. Ja, und Stärke ist klar, ne? So, und wie viele Punkte haben wir aktuell? Wo sehen wir das? Können wir hier was erhöhen? Nein. Aktuell nicht, okay. Fähigkeiten. Erhöht den Schaden um 10 Punkte. Greift ahnungslose Gegner von hinten an und fügt zusätzlichen Schaden zu. Gut, aber auch hier haben wir erstmal keine Punkte, aber ich sehe schon, es gibt verdammt viele Skills. Das finde ich schon mal sehr gut. Inventar, gut, haben wir momentan auch nichts. Jax. Ich hab mich voll erschrocken. Dass du noch lebst. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Was ist dir passiert? Sie haben uns eiskalt erwischt. Es passierte während der Nachtwache. Ein Moment der Unachtsamkeit und sie hatten uns überrumpelt. Die fremden Eindringlinge? Nein, die Morkons natürlich. Du siehst doch überall ihre gefallenen Bluthunde. Der größte Pulk der Morkons ist allerdings wieder weiter nach Norden gezogen. Wo ist Dex? Wo ist mein Sohn? Seine Mutter hat ihn mitgenommen. Kaya war hier? Sie ist bei ihm? Ja, und sie ist den Morkons in den Norden gefolgt. Wenn du mich fragst, wird sie auch nicht eher ruhen, bis sie alle erwischt hat. Hast du Heilung für mich? Natürlich. Hier, ich kann dir ein paar Tränke geben. Ja, immer her damit. Den Rest brauchen wir allerdings für unsere Verwundeten. Du siehst nicht besonders gut aus, Jax. Es geht schon. Ich bin gebissen worden. Von einer dieser fremden Kreaturen. Oh, ich verstehe. Das solltest du behandeln lassen. Ich weiß. Habt ihr diese großen lila Former schon bemerkt? Ja, es sind Fremde gekommen, die sich unten im Süden breit gemacht haben. Viele ihrer Kreaturen haben wir auf unseren Streifzügen jagen gesehen. Ich konnte mich damit allerdings nur am Rande beschäftigen. Wir hatten hier eine ausgewachsene Gildenschlacht zu bewältigen. Habt ihr einen Heiler, der sich mit meinen Infektionen... Habt ihr einen Heiler, der sich meine Infektion und den Biss ansehen könnte? Viele sind in der Schlacht gefallen, aber Kaya ist vermutlich die beste Magierin unter uns. Ihr solltest du deine Verletzungen mal zeigen. Ja, aber sie ist ja nicht da. Warum bist du hier geblieben? Ich bin ein Warlord der Berserker. Ich habe meine Pflicht zu erledigen. Das Weltenherz nach so einem Angriff schutzlos zurückzulassen, das kann ich nicht tun. Meine Männer verlassen sich auf meine Führung. Ist das Weltenherz noch intakt? Ja, zum Glück. Ironischerweise haben die Morkons es nur auf uns Berserker und unsere Elixitbeutel abgesehen. Das Herz verrichtet immer noch unbeschadet seinen Dienst und gibt sein Mana an die Erde ab. Die Natur wird sich dank des Weltenherzes bald richtig an dieser Stelle von Karakris entfalten. Okay. Seit wann wagen sich die Morkons so weit vor? Das ist in der Tat sehr seltsam.
Bisher hatten sich diese destruktiven Wahnsinnigen in ihrer Grotte verkrochen. Irgendetwas hat sie aufgeschreckt. Wahrscheinlich die Eindringlinge mit ihren bizarren Kreaturen. Durchaus möglich. Jedoch glaube ich, dass sie andere Motive verfolgen. Es sind religiöse Fanatiker, die ihrem dunklen Gott huldigen. Wer weiß schon genau, was sie antreibt. Und wenn du Kaya begegnest, sei nachsichtig mit ihr. Ihr Blick ist getrübt von den Verlusten der letzten Tage. Sie hat bis zuletzt gekämpft und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Ah, mein Kopf. Verdammte Infektion. Ich gehe mal wieder Schaden dadurch. Das Schlimmste bei dieser Seuche ist das Gefühl des Kontrollverlustes. Es macht mich wahnsinnig. Oh, haufenweise Material. Nice. Hier, Truhe. Stärke-Modifikator. Mana-Trank, Schrott. Und Elex. Ja, das nehmen wir doch alles. Modifikatoren und Spezialisierungen kannst du im Inventar anlegen, so deine Werte zu verbessern. Ah, okay. Wir können das jetzt hier wahrscheinlich drauflegen, ne? Ne, hier unten. Stärke plus 5. Ja, nice. Mach mal erstmal ein bisschen mehr Schaden. Wir haben den Schmied beklaut. Okay, das ist ein Dorf hier, oder wie? Man muss hier immer die Augen offen halten. Karakis ist ein verfluchtes Pflaster. Probleme? Das siehst du ja. Im Grunde könnten wir immer mehr Leute gebrauchen. Immerhin habe ich Material für Waffen, damit wir Angriffe von außen abwehren können. Hast du auch eine Waffe für mich? Ich habe keine Waffe zu verschenken, wenn du das meinst. Aber ich habe eine kleine Schmiede. Wenn du willst, kannst du sie gerne verwenden. Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, kann ich dir vielleicht was beibringen. Aber das mache ich nicht umsonst. Du solltest also schon etwas Erfahrung und ein paar Splitter mitbringen. Wenn du was kaufen willst, habe ich noch ein paar Sachen rumliegen. Aber das meiste brauche ich für die Jungs hier. Bring mir was bei. Was willst du wissen? Du hast deinen ersten Lehrer gefunden. Lehrer bringen dir Fähigkeiten bei. In den Beschreibungen der Fähigkeit kannst du nachsehen, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um Fähigkeiten zu erlernen, was sie kosten und welche Lehrer sie dir beibringen können. Okay, was ist das? Schlösser knacken? Waffenschmied. Erlaube es dir, Waffen selbst herzustellen. Okay, wir brauchen Elex, 100, wir haben jetzt 25, das ist natürlich nicht so gut. Munition, Handgranaten, Sockel, was haben wir noch? Tiertrophäen, Bergbau, Hacken, Hacken meine ich, Hacken. Chemie, Clown, was hatten wir hier noch? Schlossexperte, okay. Gut, wir haben jetzt aber noch nicht. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Kann ich auch, ja, verkaufen. Was habe ich jetzt hier? Pfeile, Speer, Munition. Das. Stims. Chili. Gesundheit, Pflanzen. Guck mal, den könnte ich jetzt erstmal verkaufen, den Elex. Resistenz Frost. Ich glaube, sowas brauche ich am Anfang erstmal nicht. Was haben wir hier? Ein Teddy. Er wurde sicher einmal von jemandem geliebt. Okay, Spielzeugauto können wir auch erstmal verkaufen. Was haben wir da? Rau, aber dennoch besser als Blätter oder Zeitungen. Klopapier. Weg damit. Becher. Symbol von Kalan. Das Symbol der Kleriker ist sicher einige Splitter wert. Ja, 50. Ey, krass. Brauchen wir. Nicht besonders wertvoll.
Okay, dann hauen wir die auch weg. Zigaretten. Hauen wir die auch weg. So, wie viel haben wir? Wir haben 124. Handel abschließen. Bringen wir was bei. Bring mir was bei. Dann kann er mir erstmal einen Schmied beibringen. Möchtest du die Fähigkeit Waffenschmied wirklich erlernen? Ja. Zack. Ende. Und jetzt gucken wir uns das mal an hier an der Schmiede. Um Gegenstände herzustellen oder zu modifizieren, suchst du dir den entsprechenden Gegenstand aus der Liste auf der linken Seite aus. In der Detailansicht auf der rechten Seite siehst du die Voraussetzungen und die benötigten Materialien. Okay, ich kann bisher nur ein beschädigtes Bleirohr herstellen. Das gibt 11 Schaden. Wobei Bleirohr dann auf der rechten Seite. Ah, kostenbeschädigtes Bleirohr 3 Stück. Okay, wir machen es mal. Angefertigt, so. Wenn ich jetzt aus einem Bleirohr verbessertes Bleirohr machen möchte, Kosten 4x Schrott, 2x Eisenerz, 1 Bleirohr. Dann machen wir das doch direkt. Ach, das braucht schon Waffenschmied 2. Ui. Okay, fertig. Ja gut. Das verbesserte Bleirohr schon Schmied 2 braucht. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was da noch kommt. So, was haben wir jetzt in der Hand? Bleirohr. 12 Schaden, ja. Gut. Liegt ein Toter. Oh, Elex, nice. Weil hätte ich gar nicht so viel verkaufen müssen. Finden wir hier noch ein paar Tote? Ja, da liegt noch ein Toter. Kristall, Heiltrank, Heiltrank, Wasser, Dietrich. Ja, Brot. Sehr gut, sehr gut. Und nochmal 46 Elex. Na, da hätte ich wirklich nicht so viel verkaufen brauchen. Ah, hier liegen ja haufenweise Leute rum. Oh. Tja, was sagt uns das, Leute? Immer wieder die Umgebung erstmal absuchen. Das ist jetzt alles umsonst verkauft. So, die paar Toten habe ich auf jeden Fall. Ist hier noch irgendwo was? Nö. Ah. Was mit dir? Du bist ein Krieger. Okay. Oh, hier liegt ja noch einer. Nochmal 84 Elex. Schön, dich zu sehen. Ja. Ganz meinerseits. Was haben wir da? Leute? Wieso habe ich keine Waffe mehr in der Hand? Ich kann keine Waffe ziehen. Was haben wir gemacht? Oh, Einhandklinge? Einfache Klinge.
Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, ja. Jetzt haben wir sie wieder. Deine Gesundheit ist gesunken. Benutze Heiltränke, um Gesundheit wieder zurückzubekommen. Du wirst beim Trinken unterbrochen, wird die Heilung auch unterbrochen. Okay. Der hat mich aber ganz schön gehittet. Mal eben schnell zurück. Und Inventar. Was machen wir denn? So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Gut. Müssen wir nochmal laden und das nochmal probieren. Oh, jetzt muss ich das auch wieder herstellen. Okay. Fängt der gut an. Okay. Immer dran denken, wieder zu speichern. Zack. Diesmal nehme ich das direkt in die Hand. Kann man das denn jetzt auch irgendwie in die Schnellleisten legen? Hat man Schnellleisten? Nee. Doch, Quickslot zuweisen, da, F. Okay, machen wir das auf die 4. Aha, die 1 ist jetzt okay. Passt. Okay, ich muss jetzt nochmal schnell die Leichen absuchen. Und dann die paar Sachen hier vorne auf jeden Fall looten. Und dann speichere ich auf jeden Fall auch eben fix. Und dann können wir diese Fliege oder was das sein soll, nochmal bekämpfen. Ich glaube, da gab es sogar Einstellungen fürs schnelle Speichern. Das mache ich mal eben. Und zwar Gameplay war das hier. Automatisch, ich habe das auf 9 Minuten. Ich mache das doch mal auf 3 Minuten. Das ist besser. So. Auf ein neues. Mich hinweg. Oh, Alter, wie speit Feuer. Komm her. Die ist so weit oben, die kann ich gar nicht treffen. Ah, jetzt. 30 Erfahrung. Sehr gut. Ah, da hinten ist noch eine. So, ganz wichtig, ich wollte nochmal eben nachgucken, Tastaturbelegung fürs Schnellspeichern. Schnellspeichern F5, alles klar. So, wir haben fix gespeichert. Ganz, ganz wichtig bei so einem Spiel, immer speichern. Boah,
es ist über mich hinweggeflogen. Na, komm her. Trefft mich, wenn die über mich drüber fliegt. Hammerse. Lass mal Krallen bekommen. Hier unten sehe ich auf jeden Fall nichts. Oh, was haben wir da vorne? Schnell speichern. Junger Kreischer. Hat uns auch wieder nur einen Knochen gegeben. Da haben wir sowas wie ein Dorf. Ist das das Dorf, was ich auf der Karte gesehen habe? Mal eben abchecken. Nee. Gehen wir aber trotzdem mal hin.